Der Begriff des Auswärtigen Amtes hat seinen Ursprung in den Jahren 1870 und 71. Zu Bismarcks Zeiten gab es lediglich zwei Abteilungen der Weimarer Republik, wurde es umgestaltet und modernisiert. 1999 kehrte es dann in die Hauptstadt Berlin zurück. Bekannte Außenminister waren zum Beispiel Konrad Adenauer, Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher oder Joschka Fischer. Die Leitplanken der deutschen Außenpolitik sind zum Beispiel Europa, die transatlantische Partnerschaft oder das Engagement für Frieden und Sicherheit. Themen sind zum Beispiel humanitäre Hilfe, Flucht, Migration, Umwelt und Energie, die Rüstungskontrolle und der Kampf gegen Terrorismus. Im Bundestag gibt es einen Auswärtigen Ausschuss. Es ist einer der vier Ausschüsse, die im Grundgesetz festgelegt sind. Die Themen, die behandelt werden, sind sehr sensibel, daher tagt der Ausschuss nicht öffentlich. Er ist zum Beispiel federführend, ob deutsche Soldaten zu Auslandeinsätzen entsendet werden dürfen.